Willkommen zurück. Ich hatte offensichtlich tatsächlich eine von diesen leuchtenden Kugeln nicht erwischt. Deshalb konnte ich diese Truhenpflanze hier nicht öffnen. Und jetzt geht's. Ich hab das Spiel einfach mal neu gestartet. Jetzt ist auch die Performance wieder in Ordnung. Ich bin der Spur nicht umsonst gefolgt, oder? Worum ging es dabei? Ohrenspuren. Sprich mit Wiesel. Er soll sich wohl gut auskennen. Ich markiere seine letzte bekannte Position auf deiner Karte. Danke für den Hinweis. Slate Ende. Warte mal, die Karte mache ich jetzt mal kurz. Ich mache jetzt mal kurz die Nebenaufgabe weg. Damit wir das nicht die ganze Zeit eingeblendet haben. Und nicht mehr markieren. So. Dann haben wir zumindest diese Einblendung nicht hier die ganze Zeit. So. Bisschen ordentlicher. Wenn das Spiel das schon nicht cleverer, dynamischer macht, dann machen wir es halt selbst. Genau, Performance hat sich auch wieder beruhigt. Könnte halt sein, dass irgendwas vollgelaufen ist, speichertechnisch. Mal schauen, ob das noch öfter passiert. Neustart hilft da aber. Was übrigens ein bisschen schade ist, es gibt leider nur 4 manuelle Speicherstände. Also man kann, zumindest sieht so aus, also im Menü hier kann man an 4 Stellen, kann man 4 Speicherstände anlegen. Das ist halt auch so ein bisschen, wo du denkst, mal PC-Version, was soll dieser Scheiß? Also das sind echte Sachen, wo ich so denke, das gibt's doch alles nicht. Habt ihr übrigens gerade die kleinen Viecher gesehen, die, wie sie, wenn sie sich gegenüberstehen, die sind so süß. Was haben wir jetzt hier? Da drüben ist die Emerit, die Dolotei-Wächterin. Und da hinten waren wir gekommen, dass der. Ach, guck mal, da ist auch noch irgendwas da oben. Das ist der Tempel, den wir vorhin gefunden hatten. Dann sprechen wir aber erstmal mit ihr. Das ist hier das Dorf, das angegriffen war. Hey, Emerit, wie geht's dir? Gar nicht schlecht, Ulukai. Immer damit beschäftigt, uralte Mysterien zu erforschen. Weißt du, wie viele Phantasma-Schreine es da draußen gibt? Ich habe hier einige dokumentiert. Bestimmt ist es noch ein langer Weg, bis du sie alle entdeckt hast. Okay. Bis zum nächsten Mal, Emerit. Hat sie nicht gesagt, sie hätte in ihrem Lager dann irgendwie mehr zu erzählen? Bis jetzt noch nicht, würde ich jetzt mal sagen. Cooler Fund. Eine uralte Statuette. Und jetzt sieht man schon oben auf der Karte, dass hier irgendwo in der Nähe ein Dings ist. Ein Stargate. Also ein Daoka. Wir müssen nur den Weg nach oben finden. Der müsste hier irgendwo in den Stein an der Seite reingeschlagen sein. Bin nur nicht ganz sicher, wo. Also man sieht das schon an seinem Rücken, ne, mit den Markierungen, wo wie viel Energie ist da noch drin. Aber auch da hätte farblich ein bisschen cleverer gelöst werden können als ein Hellblau, was dem Grau, was dahinter liegt, oder dem anderen Hellblau, was dahinter liegt, doch sehr ähnelt. Und dann erst, wenn es leer ist, so ein bisschen rötlich zu erkennen ist. Also da wäre durchaus mehr gegangen. Irgendwo hier muss eine Treppe sein. Der Ort, an dem wir uns trafen, was war das? Meinst du den Ganda-Tempel? Auf dieser Seite von Adelpha findest du einen Tempel für jedes der 4 Phantasmas. Sie sind die ältesten Bauwerke auf dem Planeten und wurden nicht von den Talanern erbaut. Aber wer dann? Das weiß keiner so richtig. Wir glauben, die Altehrwürdigen ließen sie zurück, so wie die Daokas. Daokas und Tempel haben die gleiche Architektur und sind auf Arten mit dem Reich der Jots verbunden, die wir nicht begreifen. Ja, wem sagst du das? Wer begreift es denn? Phantasmas haben eine starke Präsenz in den Tempeln. Vor der Gründung von Palana kamen Talaner aus ganz Adelpha, um sie zu besuchen. Anatok war der erste Zeremonienmeister, der Palana lange vor meinen Zyklen erbaute. Er sagte seinen Darusham-Hütern, die mit ihm dort waren, er hätte einen Weg gefunden, Kontakt zu den Altehrwürdigen aufzunehmen. Es heißt, eines Mondes, kurz nach dieser Behauptung, wäre er verschwunden und nie zurückgekehrt. Diese Schriftrollen gingen bei der Zerstörung der Danu-Bibliothek in Prokriana verloren.
Daokas außerhalb von Dörfern können durch Interaktion mit ihrem Kern aktiviert werden. Über die Daoka-Karte kannst du von jedem Ort aus zu allen aktivierten Daokas schnell reisen. Also das heißt, man muss nicht erst zu einem Tor rennen, damit das funktioniert. Die Dano-Bibliothek in Prokriana. Hast du die Schriftrollen lesen können, bevor sie verloren gingen? Nein, aber Sokrym verriet Jan, was in den Schriften steht. Und Jan verriet es mir. Und hoffentlich kann ich es eines Mondes meiner Tochter erzählen. Dolotal-Wächter sind die Beschützer von Adelpha und somit auch die Hüter der ältesten Legenden und Traditionen. Was soll ich gerade sagen? Die... Du hast vergessen. Egal. So, neues Stargate aktiviert. Und jetzt können wir mal kurz hier gucken. Wir haben auch noch ein paar Glossar-Einträge bekommen. Kundschafter. Kundschafter, ein kleiner leichter Flugdroide zur Überwachung und für Überraschungsangriffe. Diese automatisierte Einheit wird mit exklusiver Lizenz von der WFA gebaut und bedient. Fragar. Diese hüpfenden Tiere halten sich am liebsten in der Nähe von Süßwasser auf. Besonders auffällig sind die Antennen auf ihren Köpfen und Rücken, mit denen sie ihre Umgebung wahrnehmen. Sie leuchten sogar im Dunkeln. Fragars führen im Großen und Ganzen ein glückliches Leben und haben nicht viele Fressfeinde. Nur manchmal trauen sich wagemutige Nackbes, einen einzelnen Fragar zu jagen. Gamoa. Diese äußerst gefährlichen Räuber greifen in Rudeln an. Sie haben starke Gliedmaßen, muskulöse Körper und scharfe Zähne. Gamoas sind territoriale Tiere, die schwer zu jagen sind. Asari sind mittelgroße Vögel, die durch Gansar streifen. Sie können sich an zahlreiche Klimazonen anpassen, was sie auf ganz Adelpha zu einem gewohnten Anblick macht. Sie fressen Insekten und sind für Talana ungefährlich. So, dann haben wir hier die Schützen, Infanteriedroide mit Basisausrüstung sowie Angriffs- und Verteidigungswaffen. Diese automatisierte Einheit wird mit exklusiver Lizenz von der WFA gebaut und bedient. Kamenai, diese schwarzen, vogelähnlichen Allesfresser kreisen über zahlreichen Regionen in Adelpha. Die Aasfresser stürzen sich auf jeden Eindringling, der ihr Territorium betritt und töten ihn mit gefährlichen Krallen. Ach guck mal, da kriegt man dann spezielle Krallen. Krakit. Diese aggressiven, insektenähnlichen Kreaturen sind in vielen Regionen Adelphas häufig anzutreffen. Trotz ihrer im Vergleich zu anderen Räubern geringen Größe sind Krakits aufgrund ihres Giftsprühangriffs, der ihre Opfer lähmt, absolut tödlich. Krakit-Bau, okay, was haben wir hier? Mot. Mot sind kleine, friedliche Insekten, die in der Region ganzer häufig anzutreffen sind. Sie sammeln Blütenstaub und bestäuben zahlreiche Pflanzen in der Region. Oh nein, gut, okay, jetzt. Oh. Ach, guck mal, das sind hier die Sai. Diese kleinen Kreaturen gelten als hochintelligente Spezies mit mehreren Zivilisationen vor den Talanern überlebt haben, einschließlich der Altehrwürdigen. Man nimmt an, dass sie die älteste Lebensform auf Adelpha sind. Ach, sehr süß. Ach guck mal, das sind hier ein bisschen gefährlichere. Und ein Slingtok. Die gab es, glaube ich, in Dings auch schon in Outcast 1, Slingtoks. So, dann haben wir hier Charaktere. Die Amayel ist die heilige Herrscherin und das Orakel von Adelpha, sowie die Interpretin des Willens der Jods. Sie lebt auf der Insel Kizar, wo die Talana sie um ihren Rat bitten. Die haben wir ja schon getroffen. Cutter Slade hat keine weiteren neuen Infos. Emma Heath ist die Forscherin, haben wir getroffen. Lehas ist die Anführerin, ist eine Fee-Talanerin, also eher eine Feuerkämpferin. Die Fee-Talaner waren, glaube ich, im ersten Outcast waren das mehr oder weniger immer die Bösen. Da hat man ja auch gegen die Talaner gekämpft, weil die quasi im Auftrag von so einem bösen Anführer standen. Die hatten meistens, glaube ich, ein Fee. Phantasma, glaube ich, halt, das heißt das. Also das sind so ein bisschen so die Seelen. Die gibt es in verschiedenen
Führung als Wasser-Phantasma und Fee-Feuer-Phantasma oder Kampf-Phantasma, so ein bisschen in die Richtung geht das. Nimmt. Mehr haben wir noch gar nicht gefunden. Tagebücher haben wir noch gar keine. Und Glossar und dann noch so ein paar Erklärungen. Und da gibt es auch eine ganze Menge von. Jetzt können wir mal kurz gucken, was wir hier noch haben. Also hier haben wir noch den Tempel. Da sieht man auch schon, um diesen Tempel hier zu bestreiten zu können, da fehlen halt noch Fähigkeiten. Also es, Jetpack habe ich, aber ich bräuchte dreifache Energie. Mir fehlt hier dieser, obwohl der Schild habe ich, aber mir fehlt zum Beispiel das Wingsuit. Das habe ich einfach noch nicht. Und sie haben doch irgendwie gesagt, sie hätten mir die Position von irgendjemandem markiert auf der Karte. Und die Frage, wo? Ach, guck mal, hier hinten. Da kommt man dann in der Nebenaufgabe weiter. In der Zwischenzeit kann man dann halt aber hier erstmal jede Menge so Beschäftigungskrempel machen. Das, ja, muss man jetzt nicht unbedingt, aber kann man sich halt so ein bisschen Boni holen. Wir reisen jetzt aber lieber mal nach Emea zurück. Zack. Und verfolgen die Hauptquest weiter. Die Jots wollen mir mit diesen Visionen etwas zeigen, aber was? Irgendwie fehlen manchmal noch. Gehen wir zu Mami? Wir sollten uns erst unterhalten, Kleines. Nur wir beiden. Na komm. Wow. Du hast ein Geschenk für mich? Aus einer anderen Welt? Einer anderen Dimension, um genau zu sein. Na, klar. Mein Freund Sokrin muss sie mir zugesteckt haben, als sie ist für dich hier. Die Halskette, sie leuchtet. Es ist ein Amulett aus einem der magischen Steine, die es auf Adelpha gibt. Mama hat auch eins? Steht ihr sicher prima? Pass auf, Camilla. Ich muss dir was sagen. Du musst jetzt stark sein, Kleines. Spoiler-Alarm. Mama hat keins. So, da sind wir wieder in Emea. Und sehen hier auch die Leute, mit denen wir reden können. Ich aktiviere jetzt die Quest mal nicht direkt, sondern folge einfach so den Gesprächsmöglichkeiten. Hallo, ich habe ein paar Fragen. Ja? Genau, jetzt kann man mit ihnen reden, ne? Was weißt du über Kizar? Die Almayel und die Frauen stehen an der Spitze der Talanischen Gesellschaft. Sie leben auf Kizar, einer Insel, von der aus sie früher regierten und die Kinder beschützten. Nur früher? Wie ist es jetzt? Kizar ist vom Rest Adelphas komplett isoliert und die Almayel kommuniziert nicht mehr mit unseren Häuptlingen. Abseits der Okastok-Feuer dürfen sich von den Männern nur die Shamas in der Stadt aufhalten. Doch selbst dafür muss ihn zuvor die Almayel herbeirufen. Seit dem Erscheinen des Speers kann keiner mehr Kizar verlassen oder betreten. Was ist ein Daoka? Das sind kreisförmige Portale, die verschiedene Orte verbinden. Wir Talaner haben unsere Dörfer um sie herum errichtet. Viele glauben, dass die Altehrwürdigen die Daoka mit Technologie erbaut haben, die uns nicht mehr zur Verfügung steht. Wird sein Energiekern entfernt, funktioniert das Daoka nicht mehr. Genau das haben die Invasoren getan. Ist tatsächlich so ein bisschen wie Stargate, ne? Jederzeit wieder. Mit den Ancients und so. Du siehst wichtig aus. Hast du kurz Zeit? Wo auch immer du herkommst. Man hat dich doch sicher gelehrt, wie man einen Häuptling richtig anredet. Ich bin Hatzo, Anführer von Emea. Und wer bist du, Witzbold? Zumindest hast du kein Gork im Kopf. Dank den Jots dafür. What? Diese Invasoren, vor denen sich alle fürchten.
Hast du gegen sie gekämpft? Warum sollte ich? Um Emeas Sicherheit zu garantieren, will ich mit ihnen verhandeln. Verhandeln? Hast du gesehen, was sie da draußen anrichten? Sie werden euer Land an sich reißen, euch versklaven. Lass mich mit deiner Gewalt in Ruhe. Sollen wir die Invasoren etwa provozieren? Emea ist friedlich. Wir verkaufen Früchte. Sonst nichts. Pass auf, Hatsu. Die Yords haben mich nicht grundlos hergeschickt. Wenn du es zulässt, helfe ich euch. Bist du je durch die verbrannten Ruinen der Bibliothek in Prokriana gegangen? Hunderte von Opfern sind in den schmutzigen Trümmern verstreut. In Emea gibt es weder Märtyrer noch Helden. Wir brauchen hier kein Ulukai. Darum leben wir. Also gut. Und wie laufen die Verhandlungen? Bislang bin ich noch keinem Invasoren begegnet, mit dem ich reden konnte. Doch ich gebe mir Mühe. Ich glaube, die Invasoren sind noch in Desan beschäftigt. Ich will ihnen bloß signalisieren, dass wir zur Zusammenarbeit bereit sind, wenn sie dann schneller wieder verschwinden. Wo ich herkomme, sind Kollaborateure im Krieg nicht gern gesehen. Krieg? Warum redest du immer von Gewalt? Hier gibt es keine Krieger. Jetzt geh, lass mich in Ruhe. Trink Moraksaft in den Wipfel. Was ist in Prokriana passiert? Bevor diese törichten Dolotai-Wächter für Unheil sorgten, war es Adelphas Zentrum des Wissens und der Wissenschaft. Sie brachten die Fühler dazu, mit ihnen zusammen die Basen der Invasoren zu stürmen und alles aufs Spiel zu setzen. Sie verloren. Die Fühler? Alle umgekehrt. Ich bin klug genug zu erkennen, dass Krieg nie die Lösung ist. Solange ich der Anführer bin, wird Emea nicht kämpfen. Wer bist du nochmal? Ich bin Hatsu, du Dummkopf. Anführer von Emea. Was treibst du so? Ich bemühe mich, Emea aus Ärger rauszuhalten. Mein Volk zählt auf mich. Ich bin ihr Anführer. Ich bin Cutter Slade. Schon von mir gehört? Ah, richtig. Der Ulukai, vor dem man mich warnte. Emea hat an deinen Geschichten kein Interesse. Ich würde dir ja einen köstlichen Morak für den Weg anbieten. Doch unsere Vorräte sind begrenzt. Hör mir nur kurz zu. Wovor fürchtest du dich? Ich wurde in Gegenwart der Jots zum Obersten gewählt. Ich fürchte mich vor gar nichts. Hör zu, es gibt in diesem Dorf bereits einen Störenfried. Einen weiteren brauchen wir nicht. Und wer wäre das? Du kennst Dark noch nicht? Er hält sich am See auf. Ihr solltet euch gegenseitig eure lächerlichen Geschichten über die Rettung des Planeten erzählen. Was hältst du von Dark? Unserem Dark? Dem Sohn Kasimirs? Narren zeugen Narren. Und Narren widern mich an. Mehr kann ich nicht sagen. Erzähl mir etwas über Kasimir. Er war von Prophezeiungen besessen. Diesen Geschichten, wie sie die Dolotai-Wächter einst erzählten. Einmal schleppte er mich zu einem komischen Stein mit Runen, die er wahrscheinlich selbst eingeritzt hatte, um Aufmerksamkeit zu erregen. Bedauerlicherweise ist sein Sohn nun genauso. Ich würde gerne länger bleiben, doch. Du musst los? Gut. Ich mag die Art und Weise, wie die reden. Verfolgt Ziel? Unentdeckte Dorfquest. Ach genau, jetzt geht's los. Also, jetzt haben wir eine neue Dorfquest im Ort gefunden. Können wir die verfolgen? Ja. Zack. Müsste sie verfolgt sein? Ich um dich, Ulukai. Wo bist du? Ich bin in diesem Dorf namens Emea. Kennst du einen Störenfried namens Dark? Kasimirs Sohn? Dark ist ein guter Talaner. Vielleicht etwas verwirrt. Sich seines Phantasmas nicht sicher. Wie seine gesamte Generation. Was stimmt nicht mit seiner Generation? Lass mich raten.
Es liegt an den verdammten Videospielen. Nein, es gab seit einem Dutzend Zyklen keine Wandlungszeremonie mehr. Es ist zu gefährlich, unsere Jugend zum Phantasma-Brunnen zu bringen. Also haben diese jungen Talaner kein Phantasma? Jeder hat ein Phantasma. Sie sind bloß unsicher, welches der vier Phantasmas ihres ist. Die Zeremonie soll genau das zum Vorschein bringen. Ich war auch mal ein Teenager. Das war ziemlich verwirrend. Genau, da haben wir das Ganze mit dem Phantasma-Zeug nochmal. Aber wir können ja erstmal bei der Quest jetzt bleiben. Dark im Umfeld des Dorfes aufsuchen. Wir hätten jetzt zwar noch andere Figuren, mit denen wir reden können, aber machen wir erstmal den Teil. Ich mag halt dieses Frotzelige der Figuren. Das ist so Gothic-Stil. So kantig. Und aber auch dadurch ein bisschen authentisch. Auch wenn es ein Fantasy-Setting ist. Ich bin da totaler Fan von. Ist mir tausendmal lieber als viele von den doch sehr glatt gewischten Spielen der letzten Jahre. Wieso soll ich denn scannen? Also da sehe ich jetzt hier nochmal das Stark-Abenteuer. Hui. Da hinten sieht man auch den Schild, also beziehungsweise den Speer, also diese Insel in der Mitte. Oh, jetzt sprechen wir erstmal mit ihm. Hi. Was geht hier vor? Oh mein Jott! Unglaublich! Haben die Jotts dich zu Dark geschickt? Das wüsste ich auch gerne. Die Jotts sind gerade alles andere als eindeutig. Wer ist Dark? Ich bin Dark. Deine Suche hat ein Ende. Dies ist der richtige Ort. Ist dein Vater hier? In gewisser Weise. Er wurde am Grund dieses Sees umgekehrt. Ich versuchte ihn zu retten, doch ich kann nicht schwimmen und wurde beinahe selbst umgekehrt. Ich fürchte mich so vor Wasser. Tut mir leid, das zu hören. Du solltest schwimmen lernen. Übung macht den Meister. Und so. Also geil, er wohnt halt am Wasser. Warum baust du dir eine Hütte am See, wenn du nicht schwimmen kannst? Die Jotts verspotten mich, weil mir eine Wandlungszeremonie verweigert wurde. Wieder und wieder prüfen sie mich mit Wasser. Doch ich kann unmöglich ein Eluetalaner sein. Ich hasse Wasser. Vater hasste es auch. Aber ich werde zuletzt lachen. Ich werde mein Schicksal erfüllen. Na, und was für ein Schicksal wäre das? Die Altehrwürdigen markierten hier einen Fels, den mein Vater Millionen von Monden später fand. Auf dem gravierten Fels steht, dass sein einziger Sohn in einem See ein Artefakt entdecken wird. Ein Artefakt, das Emea vor dem Untergang bewahrt. Er wollte es für mich holen, doch jetzt fürchte ich das Wasser noch mehr. Sag mal, das ist doch eine andere Stimme zwischendurch, oder? Der richtige Ort? Was tust du hier? Ha! Sollte der Bote der Jotts das nicht wissen? Ich trete in die Fußstapfen meines Vaters. Ist wieder eine andere Stimme. Ich wollte Kasmirs Werk fortführen. Daher hörte ich auf, in den Wipfeln zu arbeiten und gab all meine Sorkins für einen Taucheranzug aus, der nicht funktioniert. Schließt du dich mir an? Kommt darauf an, würdest du ein Nein akzeptieren? Das klingt nach einem Ja! Komm, es gibt viel zu tun! Wie mein Vater zu sagen pflegte, Übung macht den Meister. Jemand hat dir die Wandlungszeremonie verweigert? Das waren die Invasoren. Sie haben die Daokas abgeschaltet. Die Portale, die unseren Planeten verbinden. Jetzt ist die Reise zum Phantasma-Brunnen zu lang und zu gefährlich. Der Zeremonienmeister von Palana, Herax, kann das heilige Ritual der Wandlung nicht mehr durchführen. Und soweit ich weiß, gilt das auch für die Umkehrungszeremonien. Wo liegt der Phantasma-Brunnen? In Shamazar, einem fernen, fernen Land. Zu Fuß kommt man da nicht hin. Junge Talaner reisten für unzählige Monde durch die Daokas zum Phantasma-Brunnen. Herax ist für die Wandlungszeremonie zuständig, doch seit der Invasion ist sie nicht mehr möglich. Eine ganze Generation von Talanern hat Kisar verlassen, ohne ihr Phantasma zu kennen. Das ist eine existenzielle Krise planetaren Ausmaßes. Also ist das schlecht? Ja, das Phantasma bestimmt das Leben jedes Talaners.
Und jetzt muss ich meine ganze Generation selbst entscheiden. Was für ein Albtraum. Erzähl mir mehr über Hatzo. Solange ich denken kann, war Hatzo schon Häuptling von Emea. Nach dem Fall von Procriana wollte er verhindern, dass Emea sich wehrt. Er fürchtet unsere Umkehrung. Doch seine passive Strategie wird ebenfalls scheitern. Was ist mit Procriana passiert? Etwas Schlimmes. Immer das Gute sehen, Dark. Das Gute. Kann ich mir diesen Fels mal ansehen? Mein Vater hat ihn allen gezeigt. Ich musste den Text sogar auswendig lernen, falls er zerstört würde. Keiner glaubte uns. Wer glaubt schon noch an Prophezeiungen, was? Und hier stehe ich brabbelnd in dem Glauben, die Jots hätten dich geschickt. Wie dumm von mir. Apropos Prophezeiungen. Vielleicht hast du schon mal vom Ulukai gehört. Bei den Jots? Natürlich! Mein Vater erzählte mir alles über den Retter Adelphas. Das bist du? Das scheint Leas zumindest zu glauben. Ich erinnere mich kaum an früher. Die Jots haben unsere Begegnung geplant. Ich werde dir den Text zeigen, Ulukai. Gemeinsam werden wir Emea retten, während du Adelpha rettest. Sicher. Wie könnte ich mich so einem Enthusiasmus widersetzen? Nach was für einem Relikt suchst du? Das weiß ich nicht genau. Doch Kasmir meinte, er würde mein Dorf vor den Invasoren retten. Wenn die Inschrift stimmt. Also eine Waffe. Du bist der Ulukai. Sag du es mir. Ist nicht wichtig. Ich vertraue auf den großen Plan der Jots. Wir müssen uns jedoch beeilen. Emea schwebt in Gefahr und unser Anführer Hatzo kann uns nicht beschützen. Zeig mir den Felsen. Folge mir. Hier ist es. Warte. Was ist denn los? Du gehst voran. Ich bin meines Vaters Hasades noch nicht würdig. Was ist das? Nicht anfassen! Es ist uralte Magie! Was zur... Kreide? Ulukai? Bist du in Ordnung? Dark. Das hier solltest du dir einmal ansehen. Allmächtige Jots! Du hast das berührt! Was hast du getan? Kasmir hat es immer verboten! Oh! Wenn die Altehrwürdigen keine albernen Kritzeleien mochten... Hat sich dein Vater wohl einen Scherz erlaubt? Äußerst verwirrend. Wann warst du das letzte Mal hier? Ich war jung und naiv. Es gibt kein Artefakt. Kein Abenteuer. Ein ruiniertes Leben für eine falsche Prophezeiung. Manchmal täuschen uns die Erinnerungen. Du weißt schon, wir sehen, was wir sehen wollen. Er hat gelogen. Es waren alles nur Märchen. Ich bin ja so dumm. Ich sollte meine Umkehrung planen. Es hinter mich bringen. Hey. Kasmir hat seine Geschichte vielleicht etwas ausgeschmückt, damit sie unterhaltsamer wird. Kinder langweilen sich recht schnell. In den Seen gibt es nichts. Alles andere ehrt weder meines Vaters Andenken noch meines. Warte mal. Nicht alles auf der Tafel ist von deinem Vater. Hier gibt es alte Symbole, siehst du? Ich weiß, was du versuchst. Aber Hatzo hat recht. Ich muss erwachsen werden. Wirf selber einen Blick drauf. Siehst du diese Form hier? Ich glaube, ich weiß, was die sind. Und das X ist der Schatz. Oh mein Gott! Du hast recht, Ulukai. Das ist eine Karte der Seen. Und in diesem hier muss etwas liegen. Wir sind nah dran. Ich spüre es, Partner. Wir sind Partner. Partner? Mal ganz sachte, Dark. Ich helfe zwar gerne, hab aber eigene Ziele, verstehst du? Ich bin so aufgeregt. Du musst in den See tauchen, Ulukai. Du musst Emea retten. Hast du überhaupt gehört, was ich gerade... Wir sehen uns am See. Von diesem Tag wird man noch singen. Gehen wir! Figuren sind halt echt süß. Aber ist das jetzt was ich sammeln kann? Nee, ne? Das fliegt hier einfach nur rum.
Und jetzt habe ich für die Quest auch wieder Markierung. Das hat so geil, dieses begib dich zu dem Ort, der auf der Minikarte markiert ist. Mein Gott, brauche ich diese, brauche ich allen Ernstes so eine Beschreibung die ganze Zeit eingeblendet? Das muss doch nicht sein. Also wie kann man sich selbst so torpedieren? Das gibt's nicht. Der Wüste blüht, sage ich dir. Ach, guck mal hier, diese ganzen, wie lebendig das alles ist. Also für eine wirklich relativ überschaubare Produktion ist das echt cool. Oh Mann, ich drücke so sehr die Daumen, dass man da mit Mods was machen kann, was das ganze Interface-Ding angeht. Und dass es ein paar tiefe Fans gibt, die das können, von der technischen Seite her, und dann machen. Ich meine, manchmal braucht es halt auch nur einen. Ne? Wir sehen es jetzt gerade bei dem Remake von Outcast 1, was halt ein Modder gerade rettet. Das ist halt schon der absolute Wahnsinn. Nähere dich dem Artefakt. Siehst du, da unten im Wasser ist was. Wollte er gerade unter Wasser noch was sagen? Oh mein Gott! Wuhu! Unglaublich! Dein Vater war wohl doch kein Spinner. Hier ist dein Artefakt. Wenn er das nur sehen könnte. Es ist so... So, ich habe keine Ahnung, was das ist. Geht mir genauso. Aber hey, es schwebt. Das ist schon mal ein Anfang. Nicht sicher, wie wir damit die Invasion bekämpfen sollen. Aber finden wir es gemeinsam heraus. Dein Schicksal ist mit meinem verbunden, Ulukai. Mein Vater wäre stolz. Warum ist im Meer in Gefahr? Unser Häuptling Hazo glaubt, wenn wir verhandeln, wird unser Dorf von ihrer Tyrannei verschont. Doch ich durchschaue seine Lügen. Er ermutigt junge Talaner im Norden nach Arbeit zu suchen. Doch sie kehren nie zurück. Man sagt, die Invasoren nehmen sie in Desan gefangen, um sie zu Sklaven zu machen. Talaner gegen ihren Willen auszuhändigen? Das nimmt kein gutes Ende. Weise Worte, Ulukai. Doch verharren wir nicht beim Schlechten. Immer das Gute sehen, wie Vater sagte. Ein großer Schatz wartet auf die Entdecker. Das Licht auf dem gravierten Fels. Glaubst du wirklich, das ist der Geist deines Vaters? Was ist ein Geist? Das ist Kasimirs Hazardes. Er wurde umgekehrt, bevor er sein Schicksal erfüllen konnte. Daher verweilt sein Hazardes hier und kann nicht nach Palana, bis er es getan hat. Kasimir muss seinen Frieden finden, bevor er zu den Jots kam. Oh, ganz cool, dass man sich hier die Begriffe dann nochmal zeigen lassen kann, was das eigentlich bedeutet. Hat Kasimir eine Anleitung oder so etwas erwähnt? Nein, er meinte nur ständig, es würde unserem Volk helfen. Er wollte Hazo davon überzeugen. Hazo muss das sehen. Okay, ich werde dieses Ding nach Emea bringen. Vielen Dank, Ulukai. Für alles. Komm jederzeit wieder. Das Ding ganz bis nach Emea schieben? Ist ja mal wieder typisch. Dann mal los, hier fliegen den Scheißhaufen! Yeah.
Tränke herstellen. Achso, das kann man jetzt auch noch. Tränke herstellen, ja gut. Das brauche ich jetzt nicht wirklich. Zumindest nicht gleich. Kann man sich später nochmal anschauen. Noch mehr klebrige Beute. Fantastisch. Ah ja. Mit dem überzeugten Elan eines Grind-Spielers eingesprochen. Eines Grind-Hassers wahrscheinlich eher. No, thank you. Ich habe freie Bahn. Hey, Robin Hood, senk den Bogen, okay? Du kannst mir nichts befehlen. Also gut. Jetzt beruhigt euch alle mal. Dieses dreckige Stück Müll stinkt fürchterlich. Warum bringst du das her, Fremder? Ich befehle dir, es zurück an seinen Fundort zu bringen. Sofort. Hatzo, hör mir zu. Dark? Wir haben das Relikt, das Kasimir gesucht hat. Natürlich steckst du dahinter. Du brabbelnder Trottel. Damit retten wir das Dorf vor den Invasoren. Genau wie die altehrwürdigen Prophezeiten. Unsinn. Willst du, dass wir alle umkehren? Was? Nein. Hier gibt es nichts zu sehen. Geht auseinander, bevor die Invasoren uns vom Himmel aus sehen. So, mit wem können wir alles sprechen? Da hinten ist Dark. Du und dein magischer Schatz sind in aller Munde, Kumpel. Das gefällt mir nicht. Ich spüre ihr Misstrauen. Hoffentlich ist das Artefakt hier sicher. Dieses Ding ist wie ein Panzer. Ich habe es bis hierher gerollt und es hat nicht mal einen Kratzer. Ich höre etwas im Inneren. Ist da etwas lose oder zerbrochen? Ich höre gar nichts. Entspann dich. Es ist alles okay. Du hast vermutlich recht, Ulukai. Gut, wer er ist, haben wir eigentlich geklärt. Emea hat viele Bewohner. Ob jemand weiß, worum es sich handelt? Das weiß keiner. Es ist zu... Warte! Nemet! Er ist der Älteste im Dorf. Er hat viele Schriftrollen gelesen. Sogar einige der Ältesten. Vielleicht hat er eine Idee. Würdest du bitte mit ihm reden? Ich muss hier auf das Artefakt aufpassen. Die Bewohner werden zu neugierig. Vor allem Azan. Bis zum nächsten Mal, Dark. Ich freue mich jetzt schon. Na, mit dem kann ich ja hier oben sprechen. Hallo, Shamas Nimit. Was bei den J? Wie hast du so schnell gelernt, Agarsorg zu sprechen? Moment mal. Höre ich da einen Shamasar-Akzent heraus? Echt? Ich glaube, die Jots haben was mit mir gemacht, als ich der Almayel ihre Botschaft überbrachte. Oh, verstehe. Gepriesen seien sie. Sei vorsichtig, Ulukai. Die Aktivierung der Daokas hat die Aufmerksamkeit der Invasoren erregt. Also wo ist dein Daromon und wie kann ich ihn mir holen? Emeas Daromon existiert noch nicht. Der Häuptling des Dorfes erschafft einen Daromon als Zeichen der Dankbarkeit. Sprich mit den anderen Talanern und sie werden dir sagen, wie du ihnen helfen kannst. Wenn du ein guter Freund Emeas bist, solltest du seinen Daromon erhalten. Aber viel Glück mit Hatsu. Ja, wie man auf Alienwelten Freunde findet. Dieses Buch habe ich wohl im Regal liegen lassen. Ich versuche mein Glück hier und an anderen Orten, an denen ich vorbeikomme. Bist du glücklich damit, wie die Dinge hier laufen? Oh, glücklich, traurig, dies, das, Emotionen, ja? Emotionen stören nur den Fluss des Phantasmas. Vergiss glücklich, vergiss traurig, was bleibt dann übrig?
Gleichgewicht. Das, was du gerade getan hast, das nennen wir Menschen um den heißen Brei herumreden. Verzeih, lass es mich deutlicher sagen. Jeder Pflücker, der Bäume hochklettert, will Bäume hochklettern. Manchmal stürzt ein Pflücker ab, was furchtbar ist. Unfälle geschehen und die meisten sind darüber traurig. Ich nicht. Was pflückt ihr denn so? Ah, nun auf diese Frage kann dir Mor eine faszinierende Antwort geben. Er ist der Experte für Morax. Wo finde ich Mor? Für gewöhnlich in seinem Haus auf dem Boden. Aber momentan sucht er überall in Emea Rekruten für die Ernte. Er hat allerdings kein Glück. Was macht ein Schamas nochmal? Ich heile die Wunden des Körpers. In letzter Zeit heile ich viele Pflücker, die von den Bäumen stürzen. Kanntest du Kasmi? Von allen Talanern in Emea habe ich ihn am häufigsten geheilt. Er verletzte sich ständig. Ha. Er war ein waghalsiger Abenteurer. Was hältst du von dem Relikt, das Dark und ich gefunden haben? Ich versuche nicht viel darüber nachzudenken. Ich vertraue lieber meinen Sinnen. Und meine Sinne sagen mir, dass dieses Ding mit der Zeit übel stinken wird. Das ist nicht gut. Mir behagt der Duft Emeas. Alle mögen ihn. Ha. Sorry, bitte sag mir nochmal. Achso. Natürlich. Das hatten wir ja schon. Darf ich fragen, wie alt du bist? Älter als eine frische Hoti und jünger als ein Feebaum. Du bist der Meister im Fragen ausweichen. Ich bin ein Meister darin, meine Emotionen zu kontrollieren. Beim nächsten Talaner, den du das fragst, solltest du mit Wut rechnen. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich frage nur wegen dieses Dings, das wir aus dem See geholt haben. Es wirkt sehr alt, uralt. Ich dachte, jemand wie du hat vielleicht in einer Schriftrolle davon gelesen oder so. Ich habe zwar viele Schriftrollen gelesen, banale und spektakuläre, doch an so ein Objekt erinnere ich mich nicht. Er sieht aus, als stamme es aus der Zeit vor den Talanern. Wo finde ich informative Schriften? Vielleicht kann Dark sie mir vorlesen. Dark hat keinen blassen Schimmer. Die meisten Wipfelbewohner können nicht lesen, außer vielleicht Mor. Der hat sich weitergebildet. Am besten solltest du einen Gelehrten in der Dano-Bibliothek fragen. Ja, ich habe wohl meinen Bibliotheksausweis verloren. Kann ich mir deinen ausleihen? Ah, ein Witz. Sehr witzig, oder? Verzeih, wenn ich nicht lache. Dauerhafter Humor trübt die Reinheit des Phantasmas. Wo liegt die Dano-Bibliothek? Gute Frage. Gibt es sie noch? Wurde die Dano-Bibliothek bei der Bombardierung Prokrianas komplett zerstört? Oder steht noch ein Teil davon? Du solltest es herausfinden. Wurden all die Gelehrten dabei umgekehrt? Es muss Überlebende geben. Der Assistent des Bibliotheksleiters soll angeblich am Tag des Zorns der Invasoren der Umkehrung entgangen sein. Wenn er noch lebt, muss er inzwischen sehr, sehr alt sein. Dann sollte ich mich lieber auf die Suche begeben. Wie heißt er? Sein Name ist Kurek. Schon damals, als ich in jungen Jahren Schriftrollen auslieh, hörte er bereits schlecht. Die Bomben haben seinem Gehör wohl kaum geholfen. Er könnte deine beste Chance sein, euer Artefakt zu verstehen. Er verbrachte sein gesamtes Leben mit dem Studium alter, mittlerweile verlorener Schriftrollen. Cool, was? Ich werde ihn mal suchen. Danke, Nimm. Ich würde dir ja Glück wünschen, Fremder. Doch jeder ist selbst dafür verantwortlich. Vergiss das nicht. Aber es ist schön. Hast du schon mal von diesem Kurek gehört? Ich wollte mich gerade melden, Ulukai. Ich habe etwas Seltsames entdeckt. Und da du nach Prokriana musst, aktiviere ich ein Daoka, damit wir persönlich miteinander sprechen können. Also gut. Ich springe jetzt ins erste Daoka. Treffen wir uns. Es ist irgendwie ganz, ganz witzig, dass die, wie man quasi von Ort zu Ort auch geschickt wird. Und so die Welt kennenlernen, das ist eigentlich ganz, ganz nett. Ich könnte irgendwo anders hinlaufen, aber es gibt durchaus eine Führung. Also ein aktives Daoka wurde auf deiner Karte markiert. Drücke Tab, um die Karte zu öffnen.
Jetzt wurde hier in Prokriana 1 aktiviert. Und ich sehe auch schon, weil andere Leute jetzt schon über Palana gesprochen haben, ist Palana auch als Ort schon markiert auf der Karte. Allerdings müsste ich da dann erstmal die Quests finden. Jetzt gehen wir ins Schnellreiseportal. Idaokas, du kannst jederzeit schnell nach Prokriana oder dir Zeit lassen und die Welt um Emea und die anderen Dörfer herum erkunden. Zack. Wir fahren jetzt erstmal nach Prokriana. Weil nach Emea können wir danach auch wieder zurückkehren und da dann noch die Quests machen. Aber jetzt so zum Ende der Folge dachte ich mir, schauen wir uns einfach mal kurz eine andere Region an oder werfen zumindest mal einen Blick rein und dann können wir in der nächsten Folge die andere Region erkunden. Ulukai, du hast es geschafft. Wie hast du das angemacht? Es ist merkwürdig. Erinnerst du dich an die Entführung meiner Dolotai bei unserem Treffen? Ich habe an exakter Stelle einen der Oka-Kern gefunden, als hätte ihn jemand absichtlich dort platziert. Die Frau vorhin. Vielleicht war das eine freundliche Geste von ihr. Ich glaube, sie will verhandeln. Verhandeln? Weißt du, wie viele Talaner die Eindringlinge allein während der letzten Monde umgekehrt haben? Ich gehe ihnen nicht mehr in die Falle. Was willst du von mir hören, Lias? Die Jots geben mir Visionen und ich weiß nicht, ob ich ihnen trauen kann. Danke für den Trip. Kannst du mir zeigen, wo ich Kurek finde? Der alte Bibliothekar? Er müsste in den Überresten der Danum-Bibliothek sein. Ich bin ihm nur einmal begegnet, nach dem Bombenangriff. Viel Glück mit ihm. Warte, warum sollte ich Glück brauchen? Wirst schon sehen. Die Optik von den Locations ist so cool. Schaut euch das mal an. Hier überall geht der Wind durch. Alles bewegt sich. Da hinten sieht man dann schon auch mal so größere Basen, da wo dieses rote Ding leuchtet. Das sind so eine Kampfherausforderung. Am Himmel sieht man da hinten in einer ganz, ganz weiten Entfernung, sieht man auch irgendwie einen Raumschiff schweben. Da hinten ist dann wieder der komische Turm. Hier oben sieht man auch so Transportschiffe. Da kommt man später auch hin. Zu diesen hochfliegenden Sachen. Da ist auch wieder eine Basis, die allerdings hinter einem Schild ist. Also das heißt, das dauert ein bisschen, bis man sich darum kümmern kann. Hier ist wieder so eine kleine Kampfherausforderung. Insgesamt ist ansonsten so zwischen den Orten, wie gesagt, leider ein bisschen wenig los. Also auf den Wegen oder so sind nie Leute unterwegs. Das ist also alles tot, was echt ein bisschen schade ist, weil in den Orten selbst ist immer genug zu entdecken. Aber so insgesamt vom Look, also wie geil dieses Dorf da liegt oder diese kleine Ministadt an diesem Wasserfall, fantastisch, total cool. Also richtig, richtig nett. Das will man regelrecht erkunden und will man sehen. Und deshalb mache ich das in der nächsten Folge und schaue mir den Ort dann mal an. Also bis dann, tschüss.